Sie stehen hier an der Schwelle des Daseins. Erinnern Sie sich an diesen Moment. Es ist ein großer Moment, denn in späteren Jahren werden Sie einmal danach beurteilt werden, was Sie heute wagen zu werden. Deutschlands eiserne Jugend! Meine Freunde, wir haben das Glück, in einer großen Zeit zu leben. Ihre Taten werden das Grundwasser bilden für das Wachstum einer edlen, kräftigen Wurzel. Geh stehen und zuhören, meine Mann! Der Kaiser braucht Soldaten, keine Kinder. Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wiedersehen werde. Das Schwert mit Ehren zurück in die Scheide gesteckt, mit einem eisernen Kreuz an der vor Stolz geschwellten Brust. Aber täuschen Sie sich nicht. In den dunkelsten Stunden wird es dort draußen auch vorkommen, dass Sie vor einem Angriff Zweifel hegen. Aber dies ist keine Zeit für die Schwächen des Geistes. Jedes Schwanken, jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Denn der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel. Es geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen und die gegnerische Front in Flandern durchbrechen. Und dann werden Sie in ein paar Wochen schon nun endlich auf Paris marschieren. Ja! Unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands, liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Darum aus in den Kampf für Kaiser, Gott und Vaterland! Ja!